Neulich hatten wir ein Gespräch mit jemandem und irgendetwas hat dieser Person an uns nicht gepasst und sie machte uns den Vorwurf, ihr seid ja weltfremd. Das wurde uns so richtig wie eine Ohrfeige verpasst. Ihr seid ja weltfremd. Und wir haben darüber nachgedacht und letztlich kamen wir zu dem Ergebnis, hey, das ist eigentlich ein Kompliment. Das ist eigentlich für uns als Jünger Jesu, die in seinen Fußstapfen laufen wollen, ein echtes Kompliment. Wir sind weltfremd. Wir sind der Welt fremd. Ja, natürlich. Halleluja. Hoffentlich. Wir sind fremd. Die Bibel sagt, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind für die Welt in der Tat befremdlich. Wir gehören nicht hierhin. Wir müssen fremd sein. Wir sind Fremde. Wir kommen aus dem Reich Gottes in diese Welt. Wir müssen weltfremd sein. Und wenn du dein Neues Testament anschaust, kommt das immer und immer wieder vor. Da heißt es beispielsweise, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. So, die Welt, so sagt die Bibel, ist Finsternis, ist Dunkelheit. Wenn wir als Licht in dieser Welt sind, müssen wir der Welt fremd sein. Wir können nicht nach den Maßstäben der Welt leben. Wir können nicht nach den Regeln der Welt leben. Wir können nicht nach ihren Vorgaben leben. Wir leben nach den Vorgaben des Reiches Gottes. Nach dem, was der Herr uns sagt. Das ist unser Maßstab. Wir sind im Reich Gottes unterwegs. Und die Welt kann uns von Herzen gerne fremd sein. Sie sollte es sein. Wir sollten aber wissen, was im Reich Gottes abgeht und wie da die Maßstäbe und die Prinzipien laufen. Das ist für uns entscheidend. Paulus schreibt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, ich sage Dunkelheit, nicht wahr? Entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sollen neu sein. Wir sollen anders sein. Wir sollen Licht sein in dieser gefallenen, sterbenden, elenden, kaputten, verdorbenen Welt. Wir dürfen weltfremd sein. Hauptsache, wir sind Gott und seinem Reich nicht fremd. Ein anderer Vorwurf, der manchmal Christen gemacht wird, ist, ihr seid ja Gehirn gewaschen. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Amen. Hoffentlich ist unser Verstand gewaschen. Hoffentlich ist unser Denken gewaschen. Hoffentlich ist unser Gehirn gewaschen durch das Blut des Lammes. Und wir denken in der richtigen Art und Weise. Wenn du mit solchen Vorwürfen oder Aussagen konfrontiert bist, dann sag einfach, ja, ich bin weltfremd. Ich bin gehirngewaschen, ich bin ein Kind Gottes und ich gehe weiter auf dem Weg, den der Herr für mich hat. Sei dir sicher, Gott hat mehr für dich.